Die gestrige Entscheidung ist nicht nur eine Ablehnung des vorliegenden Austrittsabkommens, sondern es zeigt ganz deutlich die Zerstrittenheit innerhalb der Innenpolitik in Großbritannien. Denn diejenigen, die gestern mit Nein gestimmt haben, sind nicht nur Mitglieder des Parlaments, denen der Inhalt nicht gefällt des Austrittsabkommens, sondern wir haben Hard Brexiteers, die wollen überhaupt keine Regelungen treffen. Wir haben Brexiteers, die wenige Regelungen treffen wollen. Wir haben die Remainer, die möchten gerne bleiben in der Europäischen Union und streben ein zweites Referendum an. Und wir haben einige, denen gefällt die Notfalllösung für Nordirland nicht. Das heißt, wir haben gestern erfahren, dass die deutliche Mehrheit gegen das Austrittsabkommen ist. Wir wissen aber nicht, wofür wäre denn eine Mehrheit in Großbritannien zu haben. Es war gestern nicht nur der Antrag, wo es darum geht, ob man austritt mit einem Austrittsvertrag, sondern es gab auch mehrere Änderungsanträge und einer kam zur Abstimmung und der hätte vorgesehen, dass Großbritannien fordert, dass die Notfalllösung für Nordirland im Prinzip nicht umgesetzt wird, wenn die Kollegen aus Großbritannien irgendwann später sagen, wir wollen das nicht mehr. Und das ist ein Zeichen, dass es eigentlich gar nicht um diesen einen Punkt geht. Man hat immer gesagt, Knackpunkt, darum geht's. Wenn wir da eine andere Regelung hätten, wären die Briten einverstanden. Das ist nicht der Fall. Hier ist eine ganz abweichende Motivlage. Labour zum Beispiel ist auch keine Partei, die in sich geschlossen ist. Und die strebt einfach eine Machtübernahme in Großbritannien an. Und das ist schade, dass man hier so wenige Staatsmänner hat, die überlegen, wo stehen wir jetzt mit unserer Nation? Was müssen wir tun? Für uns Europäer das große Problem. Wir können das nicht mit einem EU-Sondergipfel lösen. Es gab ja diese Vorschläge, wir müssen zusammenkommen, überlegen, neu verhandeln. Ja, aber worüber? Erstmal müssen die Briten erklären, was wollen sie, wofür stehen sie. Und das wird die große Aufgabe sein, die Theresa May hat. Am Montag soll sie ja einen Alternativvorschlag vorlegen. Es wäre albern, wenn sie dasselbe noch mal zur Abstimmung stellen will, wie Jeffrey Cox, der Generalstaatsanwalt, angedeutet hat. Sie muss die Abstimmung nutzen, um festzustellen, welche Mehrheit gibt es denn überhaupt im Parlament für welche Entscheidung und Regelung. Und danach können wir als EU uns zusammensetzen und überlegen, wie gehen wir damit um. Aber wir wissen zurzeit nicht, was will Großbritannien. Wir warten nicht ab. Wir haben während des gesamten Verfahrens, also alle Mitgliedstaaten, die Europäische Union, der Sonderverhandler auch, wir Deutsche positive Impulse gesendet. Wir haben gesagt, wir möchten mit euch eine Regelung finden. Es finden viele Gespräche statt. Das wird auch nach wie vor erfolgen. Nur wir müssen uns jetzt noch viel intensiver als bisher darauf einstellen, weil es diese mögliche Entwicklung gibt, dass hier tatsächlich am 29. März ein harter Brexit umgesetzt wird. Wir sind aber schon lange in Vorbereitung. Das heißt, sowohl auf deutscher Seite als auch auf europäischer Ebene sind Notfallmaßnahmen in Vorbereitung, damit wir nicht ins Chaos verfallen. Das will auch für den Fall eines harten Brexit niemand. Eine Fristverlängerung würde mehr Luft zum Denken geben, insbesondere Richtung Großbritannien. Und wenn jetzt gestern die Regierung gesagt hat, wir lehnen kategorisch eine Fristverlängerung ab, wir werden das nicht beantragen, kann man das sicherlich auch im Hinblick auf die gestrige Situation bewerten. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir zwei Wochen vor dem 29. März 2019 stehen und es ist noch keine Regelung gefunden, dann wird diese britische Regierung ein hohes Interesse daran haben, dass hier die Frist verlängert wird. Denn eins ist klar, auch die britische Regierung will den Hard Brexit vermeiden.